sind fertig. Das heißt, wir haben jetzt hier die bodenlose Frechheit, in die bodenhafte Freshheit habe und somit ist Rapido auch bodenständig. Das heißt, wir haben jetzt hier alles fertig gemacht. Sandro hat wie immer perfekte Arbeit geleistet und wir haben zusammen mal wieder was richtig Geiles geschaffen. Performance for Friends, ich sag's euch, das ist das, warum wir unsere Arbeit lieben. Und was das ist, das zeigen wir euch jetzt. Was sagst du zu deinem Werk? Bin zufrieden. Zufrieden? Nein, sieht schon geil aus. Muss ich echt sagen. Bin zwar richtig am aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Muss ich sagen. Muss ich auch sagen. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben von der Planung angefangen. Der Ray hat damals gesagt, Gianni, ich brauche was Exklusives. Und das Lustige ist, die Planung, das war, liebe Freunde, nicht wie soll ich sagen, das war vor JP. Das heißt, dieses Blau haben wir eigentlich gemacht wegen dieser Wand. Und das war vor JP, das war im Februar, hat das Ganze angefangen. Dann hat sich aufgrund von ein paar Sachen, hat sich das Ganze ein bisschen verschoben. Also nicht, dass jetzt ihr denkt, die machen ja alles nur noch schwarz-blau. Nein, das ist wirklich nicht so. Das heißt, die ganze Planung und das Ganze war schon im Februar. Dann im Mai haben wir das Ganze mal angefangen und habe ich gesagt, du pass auf Ray, warum sollen wir das nur für uns behalten? Lassen wir doch die anderen auch teilhaben und machen ein Video draus. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir euch jetzt hier noch mit integrieren und euch das hier zeigen wollen. Wir haben Expansionsteile verbaut, weil der Ray nämlich dann auch noch hier eben in diesen Expansionsteilen die LEDs reinmachen will. Dann wollte er ein Logo noch haben, das haben wir auch drin. Das heißt, wir haben eigentlich hier alles, was man so haben kann, also aus unserem Sortiment haben kann. Okay. Gerade wegen der Farbe kann man eigentlich auch noch mal das Logo zeigen. Da sieht man seine Farben eigentlich ganz genau gut. Richtig. Das, wenn man das jetzt Pink haben wir leider noch nicht. Kommt vielleicht, bevor jetzt nachher wieder 1000 Leute schreiben, boah, kann ich Pink haben, wann habt ihr das? Wir wissen es noch nicht. Ich sage ja vielleicht. Das heißt, hier haben wir dann das Logo, wo das Ganze zu sehen ist. Und dann eben hier geht es dann hoch. Und ich kann ja mal kurz erklären, was da drauf passiert. Das heißt, wir haben dann hier, haben wir dann hinten wird dann praktisch vorbereitet, wird dann das Ganze versiegelt und. Dann kommt hier die nächste Station, wo dann eben auch noch innen drin alles schön gemacht wird. Und dann vorne Kundenpräsentation. Das heißt, wir haben 1, 2, 3 Felder. Geplant war das mit dem Parkplatz, aber wir sind da ja auch flexibel. Das heißt, die haben dann gesagt, Parkplatzstelle ist zu, weil wir so große Autos haben. Durch das, dass hier die Military Base ist, die US Base, haben die teilweise auch Cadillacs und was weiß ich was, die deutlich länger sind. Deswegen haben wir es jetzt dann praktisch mit Stripes, mit Streifen im Boden gelöst. Ja, und zusätzlich war ja eigentlich auch da hinten keine Werkbank geplant und da kam ja jetzt auch noch hinten an der Wand, kommt ja auch noch die Werkbank hin. Genau, richtig. Wo auch nochmal 80 bis 1 Meter rauskommt. Deswegen hat es nicht mehr hingehauen. Und der Laufweg haben wir natürlich nur. Also wir haben ganz wichtig, ja. Oft ist es ja so, dass bei vielen das Problem ist, dass die gar nicht wissen, wie kriegen die ihre Kunden so geregelt, dass die jetzt nicht hier mittendrin rumlaufen oder dass die einfach so reinkommen und dann hier entlang laufen an den Kundenfahrzeugen. Deswegen macht man dann sowas hier rein. Das heißt, der Mensch ist da gesteuert, wenn der sowas sieht, dann läuft er automatisch auf dem. Das heißt, die kommen rein und tun erstmal. Ich glaube, das Resultat kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auf jeden Fall. Da kommt auch der Ray. Ray, man! What's up, bro? What up, bro? So. Woo! What's up? That's how it is, man. Brand new floor. Performance floor. Made an excellent job. And from now on, Rapido Kids gonna kill it! So, like Exhibit would say, now you're already being built. Thank you, brother. Thank you. Really appreciate both of you guys. Everything you guys did, excellent job. Thank you. You need a flooring,
Performance Floor, Gianni and Sandro are your people. You need accounting? Rapido Performance. So it's a lot of performance. Yes. It's hey, the performance. Performance is the way to go. That's it. Oh? Folgt diesem jungen Mann hier auf jeden Fall auf Instagram. Schaut mal rein. Der macht auch Instagram, macht Facebook, ziemlich aktiv. Das Ganze ist dann Rapido Kids. Ja, die Links dazu tue ich unten einfügen. Hier unter diesem Beitrag, hier unter diesem Video kommen die Links hin. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, welcome to the Performance Floor Family. Thank you, bro. You're welcome. Und ihr wisst ja, mit einem Blick zum perfekten Auftritt.